Hi und willkommen zurück zu What's Hot. Der Valentinstag steht vor der Tür und wenn ihr jetzt noch auf der Suche nach Make-up-Produkten für den Tag und die Nacht seid, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt natürlich unzählige Arten, wie man den Valentinstag mit seiner liebsten Person verbringen kann. Und natürlich hat auch nicht jeder das gleiche vor und auch nicht die gleiche Vorstellung vom Valentinstag. Und deswegen zeige ich euch heute eben Make-up-Produkte für einen dezenten Look und für einen etwas intensiveren Look. Und ihr könnt euch dann einfach das raussuchen, was am besten zu euch passt. Wir starten heute mit den dezenten Make-up-Essentials. Und die könnt ihr zum Beispiel verwenden, wenn ihr ein Date am Tag habt oder irgendwas draußen unternehmt und dabei einfach schön frisch und gesund aussehen möchtet. Und das erste Produkt, was ich mir dafür ausgewählt habe, ist der Touche Eclat Concealer von Yves Saint Laurent. Dieser Concealer hier schafft einen wunderschönen strahlenden Ton mit nur einem Klick und sorgt dabei für ein Ergebnis wie nach 8 Stunden Schönheitsschlaf. Bei diesem Concealer handelt es sich um eine regelrechte Ikone, denn Stars und Sternchen schwören auf ihn und auch Profi-Visagisten können nicht die Finger von ihm lassen, um eben mühelos Unreinheiten, Augenringe oder Fältchen verschwinden zu lassen. Dabei besitzt er eine leichte bis mittlere Deckkraft und kommt passend zum Valentinstag in dieser super süßen Verpackung mit diesem eingeprägten Love-Logo und den könnt ihr eben super einfach verwenden, um frisch am Valentinstag auszusehen. Für einen strahlenden und schönen Look sorgt auch das Brows and New Beginnings Set von Benefit. Hierbei handelt es sich um ein Produktset, was aus 4 ikonischen Benefit-Produkten besteht und die kommen eben in diesem super süßen Kosmetiktäschchen hier, was ideal für unterwegs geeignet ist. Unter anderem findet ihr in diesem Set hier den Precisely My Brow Pencil, der zaubert eben wunderschöne Augenbrauen im Handumdrehen, die bis zu 12 Stunden lang halten. Hier ist ebenfalls auch noch der Professional Pearl Primer drin, der kaschiert eben erweiterte Poren. Ihr findet hier auch noch Love Tint drin, der mit seinem knalligen Rot richtig schöne Frische ins Gesicht zaubert und auch das Dandelion Blush sorgt eben für schöne, zarte Highlights. Natürlich gibt es noch viele weitere tolle Sets von Benefit, mit denen ihr einen richtig schönen Valentinstags-Look zaubern könnt. Eine davon ist beispielsweise die Best of Benefit Box. Hier findet ihr eben auch den Precisely My Brow Pencil, den Hoola Bronzer, die Darien Mascara und eben auch eine zuckersüße Trinkflasche, die ihr vielleicht schon mit zu eurem nächsten Valentinstags-Date nehmen könnt. Natürlich darf hier auch nicht der perfekte Duft fehlen und da habe ich mir das La Belle Eau de Parfum von Jean Paul Gaultier ausgesucht. Was mir bei einem Parfüm natürlich immer als erstes auffällt, ist der Flakon und der ist wirklich wunderschön. Der hat so ein bisschen die Form von einem weiblichen Torso und hat eben dieses richtig schöne Collier aus Blumen und der sieht eben schon mal super edel aus. Außerdem schenkt dieser Duft hier der Trägerin eine verführerische Süße, denn da stecken beispielsweise Vanilleschote drin, Bergamotte und auch Birne und das macht ihn eben zu einem super schönen Duft am Tag. Wir machen weiter mit den intensiveren Make-up-Must-Haves für den Abend und da starten wir mit der Estée Lauder Kollektion in Zusammenarbeit mit James Crown. Diese Kollektion wurde anlässlich des chinesischen Valentinstags kreiert und beinhaltet eben eine Lidschattenpalette und einen Lippenstift. Heute möchte ich insbesondere auf die Lidschattenpalette eingehen, denn die beinhaltet 8 luxuriöse Lidschatten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ich habe euch die Palette jetzt mal geöffnet und ihr seht schon, dass hier viele intensive Farben drin stecken und die kann ich mir eben super gut vorstellen, wenn ihr zum Beispiel am Abend mit eurem Schatz ausgeht und irgendwo etwas lecker essen geht, dann könnt ihr so richtig schöne verführerische Smoky Eyes zaubern und deswegen ist die eben ideal für einen Valentinstags-Date. Auch von Adeko gibt es Make-up-Produkte, die sich ideal am Abend verwenden lassen und zwar hat Adeko zusammen mit dem Modedesigner Steffen Schraut die Love the Iconic Red Kollektion entworfen. Hierbei handelt es sich vor allem um eine minimalistische und detailverliebte Kollektion, bei der die Farbe Rot im Zentrum steht. Diese Kollektion ist für Alltagslooks, aber auch insbesondere für Statement-Styles am Abend geeignet und hier harmonieren eben zusammen mit dem Rot auch noch Orangetöne, Pinktöne und auch noch Nude-Nuancen. Und dabei umfasst eben diese Kollektion Trendprodukte für Lippen, Teint und Augen. Natürlich darf auch am Abend der passende Duft nicht fehlen und hier habe ich einmal das Black Opium Neon Eau de Parfum von Yves Saint Laurent für euch. Hierbei handelt es sich um einen regelrecht elektrisierenden Duft, denn hier stecken beispielsweise Vanille, Moschus, Kaffee und auch Orangenblüte drin und das macht diesen Duft eben würzig, fruchtig und süß zugleich. Und wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einem Duft, der provokant, unwiderstehlich und verführerisch ist, dann solltet ihr den auf jeden Fall mal ausprobieren, denn der ist ideal geeignet für ein Date am Valentinstag. So, das waren jetzt alle Produkte. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich habe sie euch natürlich auch nochmal unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie nachshoppen möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, damit ich sehen kann, dass ihr solche Videos gut findet. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!